Was ist Fußpilz? Fußpilz ist eine verbreitete Krankheit, die durch mikroskopisch kleine Pilze hervorgerufen wird. Zu den Symptomen können Juckreiz und Schuppenbildung an Füßen und Zehen gehören. Der Pilz, der dieses häufige Problem verursacht, gedeiht in warmen und feuchten Gegenden, wodurch die Füße zum Hauptziel werden. Manche Menschen erkranken häufiger als andere an Fußpilz, und das Problem kann häufiger bei Menschen auftreten, deren Füße über lange Zeiträume heiß und verschwitzt bleiben. Es ist auch allgemein bekannt als Fußpilz des Athleten und wird manchmal auch als Ringwurm der Füße bezeichnet. Normalerweise beginnt sich der Fußpilz zwischen den Zehen zu entwickeln, bevor er sich auf den Fuß, die Sohle, die Ferse und den Rest des Fußes ausbreitet. Manchmal wird die Unterseite der Füße rot, schuppig und flockig. In einigen extremen Fällen verursacht Fußpilz auch Blasen. Wenn es sich neben den Füßen auf andere Körperteile ausbreitet, wird es als Ringwurm bekannt. Der beste Weg, um den Fuß des Sportlers zu verhindern, ist durch eine gute Hygiene, die Füße und Schuhe kühl und trocken zu halten. Es ist wichtig zu wissen, dass Fußpilz in feuchten Umgebungen, die von vielen Menschen genutzt werden, wie Umkleidekabinen oder Duschböden, gedeihen und leicht übertragen werden kann. Daher ist es wichtig, die Füße besonders sauber zu halten, wenn sie einer Umgebung mit viel Verkehr ausgesetzt sind, und in öffentlichen Einrichtungen Schuhe wie Sandalen zu tragen. Es kann auch zu Hause verhindert werden, indem Desinfektionsmittel zum Reinigen der öffentlichen Bereiche verwendet werden, indem die Handtücher trocken gehalten und gewaschen werden, und indem keine Gegenstände wie Socken und Handtücher mitbenutzt werden. Sobald ein Fußpilz kontrahiert ist, ist es in der Regel relativ einfach, mit rezeptfreien Medikamenten zu heilen, die den Pilz abtöten sollen. Wenn die Zehennägel infiziert werden, kann es jedoch schwieriger sein, den Fuß des Athleten von einem erneuten Auftreten abzuhalten. In besonders lang anhaltenden oder extremen Fällen sollte jemand einen Arzt aufsuchen, der stärkere Medikamente zur Heilung der Krankheit verschreiben kann. Für jemanden mit wiederholten Symptomen ist es erforderlich, besondere Schritte zu unternehmen, beispielsweise die Füße mit Talcumpuder trocken zu halten oder sie medizinisch zu behandeln, um einen erneuten Rückfall zu verhindern.